So, sie wirkt doll im Alter gestiegen. Er hat, sie hat noch nicht. Sie ist noch jung mit 23. Finde auch, dass sie manchmal so ein bisschen rebellisch drauf ist. So mit Sprüchen, was sie so raushaut. Speichern wir. Wir müssten noch ein paar Geist. Ah, der Weiße auch, ne? Vielleicht können wir den ja fokussieren mal. Bevor der hier ankommt, den noch wegmachen wir noch nicht. Nein. Wäre doch zu einfach. Kommt hier raus. Natürlich haben sie es nicht geschafft, da noch hinterher zu kommen. Der Nächste. Ängstlich. Er ist auch ein Angsthase, ne? Schlimm. Aber da haben wir jetzt zum Glück auch schon sauber gegen. Furcht verjagen. Boah. Die Grauen machen wir dann wiederum recht fix auch weg, ne? Schon wieder so ein roter. Kann ich gar nicht mehr ab jetzt hier roten. Aber das Alter könnten wir dann ja auch mit dem Trank runter machen. Ich glaube, das ist ein bisschen schneller erstmal. Bis wir dann den Zauber endlich mal haben, für den man erst Licht lernen kann, ne? Man da dazu aber wieder so rum zusammenbauen muss. Keine Ahnung, ne? Ich hab keine Ahnung. Der hat noch gar kein Leben verloren. Lass mich hier durch. Lasst mich durch. So, erstmal hier wieder ein Licht anmachen. Ein Licht ins Dunkle bringen. Immer noch eher, ne? Und magisches Auge mal aktivieren. Die anderen Bass können wir nicht mehr machen. Haben wir zu wenig Mana für. Oder Zauberpunkte. Der sollte auch fix fallen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wieder alt. Machen die hier auch oder was? Vielleicht, kann sein, ne? Unsicher, aber kann sein, ja. Versuchen wir mal von allen Abstand zu halten. Weiß auch nicht gerade zufälligerweise, was für Trank wir da zusammen mixen müssen, ne? Haben wir wieder gut was geschafft. Hier ist noch ein Router. Weiß nicht, ob in 7 schon Verjüngung war, aber war ein schwarzer Trank. Ah, okay. Ja, sonst gucken wir nachher mal in die Liste rein, was wir da zusammen mixen müssen. Der Nächste. Der Nächste. Können wir hoch? Hier sind wieder Truhen, die uns umhauen werden. Der Nächste. Dann kämpfe ich lieber gegen diese Viecher hier, ne? Kann er nicht alt machen, kann man schnell umhauen. Vielleicht hätte ich nicht gleich beide aufmachen sollen. Ach so, da sind wir jetzt hier wieder. Okay.
Echt ein bisschen nervig, ne? Ich bin froh, wenn ich hier das fertig habe. Wann habe ich denn jetzt das letzte Mal gespeichert? Oh, mal schauen. Boah, hier komplett, ey. Ho, 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 ho. Vielleicht muss man auch das Spiel komplett neu installieren und dann nochmal einen Patch drauf machen. Damit sich das richtig installiert oder so. Ich hab. Ah, ich weiß es halt nicht, ne? Dazu habe ich jetzt keinen Bock. Und nur die Viecher, die können wir gut wegmachen. Ja. Dann Fackellicht anmachen. Oh Mann, das ist echt nervig mit den Geistern hier. Könnte nicht einfach nur arschschwer sein so und dann geht man deswegen manchmal ein bisschen drauf. Das mit dem Älter machen, feiere ich jetzt nicht so. Habe ich doch bestimmt gleich weg. Ach, der ist natürlich wieder hinten. Und wieder beide gleichzeitig runter macht. Komm, hau ich noch weg. Nee, lieber auf Nummer sicher gehen. Da ist noch einer. Die Krise. War das schon alles? Jetzt komm ich von da. Jetzt bin ich durch. Noch ein grauer. Und hier kommt jetzt noch ein der weiße, ne? Irgendwann muss doch noch der Weiße sein. Zweiter. Ja. Ich glaube, ich wurde gerade wieder weggemacht. Stell dich nicht so an. Ich spiele den siebten Teil mittlerweile nur noch mit einem lebenden Charakter solo durch. Okay. Habe ich hier einen Profi an meiner Seite. Ist gut zu wissen. Hast du dich auch schon mal an so Speedruns oder sowas versucht? Nee, ne? Nur mit der Challenge hier, dass nur einer lebt. Tribute, ja. Mit zu 90% wissen, ja, hab nicht alles im Kopf, aber ist auch viel, was hier so an Sachen da sind. Ja, das finde ich auch. Also die Notiz, das Notizbuch hilft ja so ein bisschen, aber da steht ja auch nicht alles drin, ne? Deswegen finde ich es ganz gut, dass es da ein bisschen im Internet ein bisschen was dazu gibt. Sonst habe ich mir nebenbei auch noch ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe nur einen Speedrun gemacht, aber in einem anderen Spiel. Ah, okay, in welchem Spiel hast du das denn mal versucht? Oh! Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Sie hat sich einen Nagel abgebrochen. Wem soll das denn nützen? Der Bogen könnte Kein mal. Platz mehr. Sie ich vielleicht weiß nicht, bekommen. Was das ist. Wem soll das denn nützen? Keinen Platz mehr. Auch keinen Platz mehr. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hochheilen und
Mana-Recken und alles und wir gehen mal eine Runde pennen draußen. Zelda Outlands. Nach mehr als 2 Jahren habe ich immer noch den Rekord, weil es niemand anders macht. Ah, okay. Also es gibt ja keine welche, die dann irgendwie das versuchen. Und wie lange hast du gebraucht, beziehungsweise wie lange braucht man, wenn man es normal durchspielt? Wir müssen schnellstens hier Weil ich raus. hab, mit Zelda habe ich noch nie irgendwie angefangen zu spielen. Ich gar keinen Bezug zu. 8 Stunden. Spielspeicher, wir könnten uns natürlich auch mal wieder hochbuffen komplett, ne? Magisches Auge, der hat nichts mehr. Er muss nochmal sein Fackellicht anmachen. Beim ersten Mal sicherlich einige Stunden, aber für diesen Boom-Hack sollte man Vorwissen haben. Okay, also hast du mit so einem gewissen Hack gemacht, damit man da schneller durchkommt. Es gibt ja auch immer noch mal so verschiedene aber Challenges unnütz. bei den Speed Runs. Kannst ja messen mit normalen Durchspielen, mit gewissen Bugs oder Hacks ausnutzen. Ändert den ersten Zelda-Teil in ein komplett neues Game. Ah, okay. Sowas finde ich auch aber auch immer interessant. Sowas Besonderes gibt. Oh, eine schöne Axt. Schönes Schild. Das. Oh, und plus 2 Alchemie bringt uns aber nicht so viel. Aber trotzdem ganz gutes Schild. Keinen Platz mehr. Du hast hier 12 Wasserresistenz. Oh, 10 Wasserresistenz. Machen wir das nochmal so. Wenn Lust da ist, ja. Aber hast im Moment nicht so Bock dazu. Speichern und die Truhe versuchen. Wer ist Oh, eben Katze. tot gegangen? Habe ich Ja. gespeichert. Ich habe gespeichert, ne? Wie gesagt. Ist ja nervig. Ah, streame nicht mehr wirklich hier. Fehlt die Lust und Zeit. Zeit und Lust. Ja gut. Lust sollte man ja auf jeden Fall dazu haben. Nicht irgendwie dazu zwingen oder so. Zeitaufwendig ist es halt auch. Das stimmt schon. Alle hochheilen und nochmal versuchen. Damit das. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Alles. Ich habe Alles keinen voll, Platz mehr. alles voll. Ganz nett, aber unnütz. Oh, Zauberpunkte plus 8. Das könnte für ihn Wem interessant soll das werden. denn Ohne nützen? Reaktion, das ist für sie auf jeden Fall interessant. Was hast du denn für einen Handschuh an? Rüstung, aber dann nehmen wir lieber die Zauberpunkte mit. Und gebe, obwohl sie könnte natürlich auch die Zauberpunkte brauchen. Ah, sie hat aber schon. Wir nehmen das lieber dahin. Keine Ahnung. Würde ich sagen, ah, der hat auch schon gut Handschuhe. Du aber noch nicht. Hier, zack. Egal, plus 4. Wird jetzt nicht so ausschlaggebend sein. Lieber ein bisschen mehr Rüstung nehmen. Behaupte ich jetzt mal. So, eine Truhe noch. Werden bestimmt noch ein paar kommen. Was bringt uns das geteiltes Leben? Wie hoch? Oh, der war gut. Das war gut. Der hat uns doch ganz gut hochgeheilt. Zaubertränke.
Erwachen, Gift heilen, Segen, Irrsinn heilen, aufladen. Stärke, Intelligenz, Ausdauer, Glücksflammen, Vereisung, Vereisung, Gift des Funken. Hier sind schwarze Tränke. Da, ein Pferd, unnatürliches Alter, hier. Rot minus grün plus. Ach so, rot und grün plus. Violett, rot und gelb, grün. Das nochmal zusammenmixen und das mit dem zusammenmixen. Ah, okay. Ja, das schaffen wir ja. Müssen nur Großmeister werden. Denn ist es ja nicht ganz so schlimm mit dem Alter. Dann ist das ja nicht ganz so schlimm. Oh, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Wem soll das denn nützen? Ich habe auch bei der Pokémon-Edition früher immer das gemacht Was mit nett, dem aber Mew-Glitch, dass unnütz. man sich da in der zweiten Stadt, wo Misty ihre Arena Wem hat, soll das konnte denn man sich nützen? doch auf der Brücke immer noch Mew fangen. Das habe ich auch immer gemacht. Mew war halt zu stark. Ganz nett, aber unnütz. Also langsam ist das Inventar aber auch voll. Keine Edelsteine da Ahnung. rein. Ring, mal gucken, kann da Ganz irgendwas? nett, Zauberpunkte aber plus unnütz. 10. Wer kriegt die Zauberpunkte? Ich würde sagen, unsere Priesterin. Wem soll das denn nützen? Rüstungsklasse plus 12. Nee, den verkaufen wir. Auch weg. Steinhauttrank. Ah. Brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Jo. Den hochheilen. Dich auch hochheilen. Hatten die auch eigentlich verjüngt drauf? Nee, hatte ich ja auch gar nicht gemacht, ne? Dann können die das natürlich auch nicht drauf haben. Regeneration. Jetzt mal noch mal überall rauf machen. Bin echt froh, wenn wir hier aus dem Geisterhaus raus sind. Also eigentlich ist es nicht so schlimm, nur das mit den Bug, das nervt mich ein bisschen, ne? Jetzt haben wir hier alle Drohnen, ne? Die haben wir. Die haben wir. Da haben wir. Jo. Jetzt kommen hier nochmal gleich ein paar Jungs uns entgegen. Aber eigentlich können wir dann ja auch uns altern lassen und das nachher wegmachen. Das ja. Also über 50 sollten wir ja nicht kommen. Gehe ich mal von aus. Und ich meine sogar, dass wir später auch den Drang kaufen können. Dass das auch möglich ist, dass er irgendwo mal zu kaufen ist. Haben wir denn jetzt geöffnet? Ich hab nur Feuer abbekommen. Ach da. Und dann kommt man nämlich hier hin. Und jetzt können wir. Ich dachte immer, dass die Regale sich wegmachen, aber nein, der hier macht sich auf. Okay. Dann haben wir jetzt hier alles, würde ich mal sagen. Zum Glück sind wir hier durch, ne? Ist das Spiel jetzt eigentlich auch zum Teil wieder auf Englisch? Ja, ne? Double Speed. Verkaufen wir hier oder in der anderen Stadt? Ich denke mal, in der anderen Stadt machen wir das. Außer wir müssen hier noch irgendwie was. Müssen wir noch was lernen? Fähigkeiten. Regeneration,
Reparieren haben wir, Schild haben wir, Platte könnten wir an. Das war aber... Da ich mir ja auch mal eine Datei erstellt, wie er es aufgeschrieben hatte. Plattenmeister. Ah, war aber auch nicht hier. Axtmeister wäre, glaube ich, hier. Sonst wäre hier, ist hier keiner. Körpermagie, jo, jo, jo. Bogen. Nee. Meditation wird hier wohl das nächste sein. Aber Wassermagie, Meister wäre halt auch noch echt wichtig, dass wir das bekommen. Meditation können wir nur in Deja Desert oder wie die hieß, lernen. Alchemie-Expert haben wir auch noch nicht hoch genug. Naja, schaut alles ganz gut aus. Entschärfen. Dafür muss er halt auch nochmal eine Beförderungsquest machen. Nur für Meisterrang. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch gegriffen. Bogenmeister müssen wir auch noch machen mit ihm. Oh, aber wo war der Bogenmeister? Da weiß ich nicht mehr, ne? Ich öffne mal kurz nebenbei meine Datei, wo ich das aufgeschrieben habe. Wo habe ich die gespeichert? Da. Da steht's. Meisterbogen. Ah, okay. Können wir eigentlich nach haben und der jetzt zurück? Ah, Krit ist auch wieder da. Alter, ja, genau. Ist mir alles aufgeschrieben. Hüpf. Dieses Bergsteigen, ne? Mich damit nie anfreunden. Jo, gestern war Internet weg. Kack, die offline. Ja, da bin ich auch bei denen. Hatte auch kurzzeitig aber nur einmal Internet weg. Nicht den ganzen Tag, war bei dir den ganzen Tag weg? Guten Tag. Darf ich helfen? Das brauche ich alles nicht. Die kann ich noch verkaufen. Danke. Ah, den Bogen. Den Bogen kann sie haben. Ja. Ist aber Kälteschaden drauf. Vielleicht eher du? Ja, du hast nur so einen Standardbogen. Das alles da rein. Keinen Platz mehr. Du hast schon eine Rüstung schon. Guten Tag. Darf ich helfen? Jo, heute Mittag war dann der Servicemensch am Kasten draußen in der Straße und hat gerichtet. Ah, okay. Weißt du, was da irgendwie was genaueres, was da los war? Weiß ich nicht. Weil ich habe nämlich auch gerne mal Aussetzer. Aber nur so ganz kurz für vielleicht eine Minute oder so und dann ist das wieder da. Oder nicht mal eine Minute. Einmal kriegt der Router das gar nicht mit. So schnell fliege ich hier raus. Guten Tag. Ah, die den Zauberpunktenring müssen wir auf jeden Fall im Einpacken. Dafür würde ich sagen, machen wir Körperresistenzring weg. Das kannst du meinetwegen du haben. Du hast nämlich noch gar keine Ringe.
Nö, keine Ahnung, aber hab gestern immer wieder mal die Deutschland-Störungskarte gecheckt. Waren überall orange Punkte verteilt. Okay, da hatten wir gestern ja überall Probleme. Vielleicht deswegen ja auch bei mir. Ich habe nämlich jetzt auch vor kurzem einen komplett neuen Router zugeschickt bekommen. Weil ich halt immer mal Aussätze habe. Aber das auch nur mit der Box von der Telekom. Nicht von mit der normalen Fritzbox da, nämlich nicht so. Und dann haben sie gedacht, vielleicht ist ja der Router kaputt. Weiß ich nicht. Wem soll das denn nützen? Auch verkaufen, verkaufen. Das kannst du haben. Ah, das muss er noch erkennen. Keine Ahnung. Den auch. Wem soll das denn nützen? Stunde der Macht brauche ich nicht. Solarstrahl ist, glaube ich, ein richtig starker Zauber. Aber werde ich eh nicht dran denken, wenn ich den brauche. Kaufen wir schön. Den nochmal da rein. Jo. Jo, 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 jo. Guten Tag. Achso, das ist der Rüstungstyp. Sag jetzt. Sonst haben wir hier nur komische Sachen. In Funkstrichen komische Sachen. Danke, bis dann. Aber Sachen, die ich halt nicht brauche. Darf ich helfen? Jo, bitteschön. Dann nochmal hier verkaufen. Kann ich euch helfen? Den. Und dann haben wir auch fast unsere 200.000 wieder. Oh, den wollte ich nicht verkaufen. Muss ich schnell raus, verkaufe ich das ganze Inventar aus dem Verkauf. Wiedersehen. Ich glaube auch, dass hier die Goblins wieder da sind. Ja. Aber da wollte ich eh mal was gucken. Weil ich habe da nämlich gelesen, dass man hier die Goblins alle wegmachen muss. Dann soll hier irgendwo ein Spion von denen sein oder so. Den muss man nochmal wegmachen. Und die ganzen Signalfeuer zünden, ne? Dann kommen da auch nochmal Truppen, die man umhauen muss. Und dann kommt man irgendwie an so ein gutes Schwert. Irgendwie so grob war das so. Machen wir erstmal dran, die hier wieder alle wegzumachen. Sollte ja schnell gehen. War das schon alles? Ja, das sollte sehr schnell gehen. Und gibt dir auch wieder Gold, ne? Goblin Lord. Vor allem, als man hier echt gut in Gang war, als man die hier weggemacht hat, das letzte Mal. Jetzt kriegt man die schon echt schnell weg. Nur ein Katze. Easy. Nee. Hier rum und dann hier. Gut ist, dann sind ja auch die ganzen Truhen wieder befüllt, ne? Sind ja auch wieder was Gutes drin. Ob sich der Loot denn auch steigert von dem Wert her, sag ich mal. So dass sich das auch an Level anpasst. Wäre auch interessant. Jetzt bessere Sachen drin sein können. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus. Aber Gold ist ja trotzdem bestimmt ein bisschen was drin. Nur nicht die Wachen wegmachen. Na, jetzt haben wir mit der Wache getroffen. Scheiße. Ja.
nicht so gut jetzt. Geht unser Ruf auch wieder runter, ne? Hoffe, dass die ganze Stadt uns jetzt nicht angreift und ankragen möchte. Diesmal machen wir nicht den Fehler, hier Mitte, die Mitte, mittlere Truhe einfach so aufzumachen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Das war nur ein Kratzer. Wollen wir die gut wegbekommen, wird, glaube ich, diesmal. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wenn ich mir das so anschaue. Wir können auch mal ganz gemein sein und hier nochmal das Schild aktivieren. Wir machen nicht mal mehr die Bogenschützen Schaden. Der nächste. Au! Der nächste. Au! Guck mal, alle fast ja! One-Hit. Aber ich glaube, die Wache wollte uns gerade nicht ankragen, ne? Kann natürlich auch sein, dass er gut abgelenkt ist. Nee. Guck mal, ist uns wieder freundlich gesonnen. Vielleicht hat, weil er das nicht mitbekommen hat. Hoffen wir das mal. Wie wir den wie ein Assassin schnell weggemacht haben, seine Kollegen. Da oben noch wegmachen. Ist nicht sogar ein Golem-Lord hier? Ja. Und der fällt auch, ne? Wird so schnell oben. Nun, Katze. War das schon alle? Oh. Na komm, jo. Den habe ich nicht mehr gesehen. Das war nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Soll noch nicht an die Truhe gehen? Erstmal hauen wir hier alle weg. Können wir mal das magische Auge machen, damit wir auch wissen, wo die so rumlungern. Das war nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh, ich glaube, ich habe die Wache gerade umgehauen. Au! Der nächste! Den mitnehmen. Ja! Und hier stehen wir doch ganz gut, um die alle hier wegzuschießen. Vielleicht können wir auch gleich mal einen Heal ansetzen. Sicher ist sicher. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Dau. Au! War das schon alles? Ja! Macht auf jeden Fall recht Spaß, so die wegzuhauen. Wenn alle so einfach wären, ne? Dann sehe ich mich hier auch bei einem Speedrun. Dann müsste jetzt noch eine Truhe sein. Das Gute ist, die kriegen wir mal ohne weiteres auf. Ist wie gerade in dem Geisterhaus, aber ja echt ätzend. Gold.
Gold, Gold, Gold. Was ist das hier? Jetzt zum Verjüngungstrank, das hätte doch was. Ganz nett, aber unnütz. Geisterresistenz. Verkaufen wir. Katalysator. Den verkaufen wir nicht. Den haben wir schon mal angekickt. Ich meine, wir haben jetzt hier alle weg, oder? Das magische Auge noch aktiv? 5 Stunden, okay. Noch eine Wache, die hier rumtümpelt. Mal schauen, ob wir gerade den richtigen Monat haben. Nö, nö, haben wir nicht. Gut. Ist vielleicht jetzt sogar schon die... hier, sag schnell. Der Spion von den Goblins in der Stadt. Oder erst, wenn wir die Falle in der Mitte auch aktiviert haben. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Ganz nett. Aber wem soll das denn nützen? Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Und Gold, 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 Gold. Schlecht Gold macht man hier mit auf jeden Fall nicht, wenn man die dann mal alle wegmacht. So, ich will mir die Quest jetzt nochmal genau durchgucken. Durchlesen. Was man dafür machen muss. Harmondel. Mönch, Bogenschütze. Da, Gorgonstruppen. Um an diese Aufgabe zu gelangen, muss man zunächst außerhalb der Stadt alle Goblins vernichten. Das haben wir gemacht. Und das ist eine harte Arbeit. Es ging. Es müssen alle Goblins auf dem freien Feld getötet werden. Danach muss man das Fort betreten und Ort die Schalter der Kanonen betätigen. Die Übermacht der Goblins scheint erdrückend zu sein. Am besten zwischendurch immer wieder in die Stadt zur Flucht suchen. Und die Schalter... Muss ich die Schalter betätigen? Oder ist das nur so, ja, kann man machen? In der Nähe des Eingangs zur Stadt trifft man bei Stone Skin Pedestral auf einen Mann. In einer der Truhen im Schloss Harmony findet man eine Notiz, dass man ein Spion der Goblins ist. Das dann, nachdem man diesen Mann bekämpft hat, zündet man die 3 Signalfeuer an. Also müssen wir auf jeden Fall hier in der Mitte das Falle da auslösen. Einen Überfall machen. Kurz einmal Spellron. Okay. Wem soll das denn nützen? Den Tagebucheintrag haben wir doch schon. So, und raus. Jetzt müssen ja schon, eigentlich müsste das da sein jetzt, oder? Nee, guck mal, die Falle passiert nur einmal. Ah ja. Okay. Können ja trotzdem sicherheitshalber nochmal überall einmal raufdrücken. Weiß nicht, ob man das machen muss. So, und hier habe ich angefangen, ne? Ja. Und dann gehen wir jetzt mal zurück in die Stadt. Ist der so? Ist das der? Hallo! If you see someone from... greife ich den jetzt einfach an, oder was? Wie hieß er? Stone Skin? Aha. Ein Mann? Ah ja, okay. Ist das der Mann? Das müsste der sein, ne? Soll man den jetzt einfach umhauen?
Und wir sollen ja noch das eine Dokument finden in der Truhe im Schloss, aber da habe ich ganz viel andere Scheiße auch reingepackt. Jetzt alles durchlesen habe ich ja auch keine Lust, ne? Tagebuch, 2. Januar, Tagebuch, Brief, was ist das für ein Brief? Hauen wir den jetzt einfach um? Da hassen uns doch alle Leute, oder nicht? Können wir ja nicht einfach umhauen jetzt, den Typen. Können ja speichern vor, dann hauen wir den um. Haben wir gespeichert. Man hasst uns aber alle Wachen jetzt hier. Das war scheiße. Warte mal, ich will da mal einen größeren Zwischenspeicher machen. Wir speichern hier. Zwischenspeicher 2 machen wir dafür. Der Dann haben wir nächste. den um. Double Speed mal raus. Wo waren jetzt die Signalfeuer alle? Die müssen wir jetzt mal alle aktivieren. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Gold. Gold. Pilz. Da ist wahrscheinlich nur Ende der Map, ne? Ein Signalfeuer hatten wir auch schon mal angezündet. Das weiß ich noch. Da hab ich da auch noch. Guck mal da. Da sind noch hier Goblins. Haben noch gar nicht alle. Da war doch das. Da habe ich doch das Signalfeuer gerade noch gesehen. Sehr gut. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Hier vielleicht. Immer gut. Da vorne habe ich doch das Signalfeuer irgendwie gesehen. Ja. Signalfeuer 1. Wahrscheinlich in den Eckpunkten oder was werden die sein. Da ist die Map gleich zu Ende. Jetzt Fliegen anhaben. Wird es halt um einiges einfacher machen. Haben wir die Truhe auch geöffnet? Vorhin? Hab's schon. Nö. Wem soll das denn nützen? Gar keinem? Ganz nett, aber unnütz. Was ist das? Tränkflasche, einfach nur leer. Ah, eine leere Tränkflasche braucht man immer mal. Ich hoffe, das klappt gleich alles. Nein! Gehen wir da halt nicht drauf. Ist hier vielleicht das zweite Signalfeuer gleich oben drauf. Komme ich hier überhaupt drauf? Ich komme nicht näher, ne? Nee.